Ich habe sie gekauft, weil ich dir danken will für alles, was du getan hast, damit ich doch noch Mitglied der Rechtsanwaltskammer werde. Willst du etwa damit sagen? Ja, wir haben es geschafft. Ich werde von der Kammer angehört. Seidel ist auf unserer Seite. Ich glaub's ja fast nicht. Dann wird dein Traum wahr. Ja. Was ist noch? Ich habe Oliver versprochen, Nathan die Wahrheit zu sagen. Muss das gerade jetzt sein? Ja, ich weiß nicht. Irgendwann muss es sein, aber gerade jetzt müsste ich mich auf die Anhörung vorbereiten. Louis, was machst du denn hier? Ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber ich musste dich sehen. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich leider auch nicht. Tara, bitte, das war bloß ein Streit. Wir haben uns versprochen, uns besser kennenzulernen. Und ich schwöre dir, das von gestern Abend war das Schlimmste, was ich erzählen könnte. Ja, Louis, aber was mich beschäftigt, ist nicht das, was du mir gestern Abend gebeichtet hast, sondern wie du mich behandelt hast. Tara, lass mich bitte ausreden. Du hast mir etwas Unangenehmes anvertraut, das ich nicht sofort verarbeiten konnte. Und noch, während ich damit zu tun hatte, hast du meine Integrität bezweifelt. Du wolltest mir ein schlechtes Gewissen machen, das war krank. Ich bin auf dich losgegangen, das war ganz falsch. Aber ich hatte solche Angst davor, dass dir das zu viel ist, was ich dir gebeichtet habe. Und Tara, ich gehe ein, wenn du dich von mir trennst. Ich sag dir, was mein Problem ist. Du warst außerordentlich wütend und hast deswegen so reagiert. Für mich stellt sich die Frage, ob ein Mann, der so die Kontrolle verlieren kann, mein Partner sein kann. Tara. Tut mir leid, Louis, ich werde bei einem Meeting erwartet. Ich rufe dich ganz sicher an, sobald das für mich klar ist. Nathan. Mike, was gibt's? Nichts weiter, ich habe hier was für Sie. Das ist ein Scheck über 50.000 Dollar. Unsere Vergütung aus dem Vergleich. Wir haben gegen Velocity gewonnen. So viel Geld haben wir noch nie bei einem Fall verdient. Damit ist zumindest die Miete für eine Weile schon drin. Sehr witzig. Ist kein Witz. Moment, haben Sie etwa die Sorge, dass Sie irgendwann mal die Miete nicht zahlen können? In Kanzleien, die für Firmen wie Velocity arbeiten, geht es um Millionenbeträge. 50.000 Dollar sind bei uns wieder Hauptgewinn. Wenn das so ist, Nathan, ich habe bisher noch nicht frei gehabt und hätte was zu erledigen. Einige private Sachen liegen an. Kein weiteres Wort, Mike. Damit haben Sie sich ein paar freie Tage verdient. Das ist das Mindeste. Na dann, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Okay, lass hören. Und was? Du hast bestimmt einen Kessenspruch vorbereitet. Nein, ich wollte dich nach der juristischen Bibliothek fragen, aber da bist du ja nie drin gewesen. Habt ihr in Queens keine Wale zu retten? Wale werden von Greenpeace gerettet, nicht von einer Rechtsberatung. Abgesehen davon habe ich frei, um mich auf die Anhörung vorzubereiten. Hm, dann scheinst du das Problem wohl doch endlich ernst zu nehmen. Habe ich von Anfang an. Das wollte ich von dir hören, weil hier niemand arbeiten wird, der sich der Weisheit meines Rates verweigert. Da wir gerade von Verweigern reden, ich werde hier nicht mehr arbeiten. Begreifst du das nicht? Mike. Ich will bedürftigen Leuten helfen. Das kannst du auch hier tun. Du weißt, dass ich in die Sache nur eingewilligt habe, weil ich nicht noch mal gezwungen sein wollte, mit anzusehen, wie Oliver versagt und ihm noch nicht mal helfen kann. Wir beide wissen, dass Oliver in einer Edelkanzlei nicht arbeiten könnte. Dort schon. Und Leute wie Sie sollten nirgendwo arbeiten. Was kann ich für Sie tun, Anita? Ich bin hier, weil die Generalbundesanwaltschaft darüber informiert werden wollte, wenn Mike Ross in die Rechtsanwaltskammer will. Die Generalbundesanwaltschaft hat doch wohl nichts damit zu tun. Stimmt, nur habe ich das persönlich veranlasst. Und da ich außerdem Mitglied der Ethikkommission geworden bin, ist dieser Antrag sehr interessant für mich. Glaube ich nicht, weil man dort nicht so einfach Mitglied wird. Dafür wäre erstmal ein Wahlprozess vonnöten. Normalerweise ja. Aber wenn ein Mitglied ausscheiden will, darf es vorher seinen Nachfolger selbst bestimmen. Und Walter Sampson hat mich bestimmt. Glauben Sie, ich kriege nicht raus, wieso der Kerl das gerade jetzt für Sie macht? Ich kriege auch was raus. Sie haben ein krummes Ding gedreht, sonst würde es diesen Termin niemals geben. Was wollen Sie? Ich schlage Ihnen vor, diese Anhörung abzublasen. Das spart uns allen Zeit und Nerven. Der Beschluss darf nur einstimmig gefällt werden und die Stimme, die dafür fehlen wird, ist meine Stimme. Rachel,
Lass stehen und liegen, was immer du tust, und such nach Fällen, bei denen jemand in die Rechtsanwaltskammer gekommen ist und der Beschluss nicht einstimmig war. So, was ist los? Anita Gibbs ist in der Ethikkommission. Wir müssen eine Möglichkeit finden, Gibbs da rauswerfen zu lassen. Das macht Harvey. Ich brauche Informationen über die Verfahrensweise der Kommission, weil sie garantiert jeden Trick anwendet, egal wie schmutzig er ist, um meinen Termin zu canceln. Und was machst du? Ich suche in der juristischen Bibliothek nach Präzedenzfällen und sonstigen Außergewöhnlichkeiten. Ist irgendwas? Alles bestens, Donna. Was kann ich für Sie tun? Sie wissen, dass Benjamin und ich an einem Projekt gearbeitet haben. Aber Sie wissen noch nicht, dass du Bisini unser Hauptinvestor ist. Wusste ich nicht und finde ich gut. Danke, aber wir haben ein Problem und brauchen Ihre Hilfe. Sehr gern. Benjamin wollte das Patent anmelden und es hat sich gezeigt, dass wir leider andere Patente überlappen. Wie groß ist die Überlappung? 32,5%. Liegt über dem Grenzwert. Die Überlappung muss unter 30% kommen. Geht nicht. Aber Stu sagt, wir könnten vielleicht die Patentinhaber zu einer Ausnahme überreden, womit wir mit The Donna weitermachen könnten. Donna, das ist es, worauf ich gewartet habe. Was meinen Sie? Tara und ich hatten einen sehr heftigen Streit. Sie fragt sich gerade, ob wir eine Zukunft haben. Das kann ich gut brauchen. Ich denke, das lenkt mich ein bisschen davon ab. Louis, ich bitte Sie, das nicht falsch zu verstehen, aber dieses Projekt ist mir enorm wichtig. Ich kenne Sie. Sie wollen das Beste, können aber nicht über Ihren Schatten springen. Das wäre furchtbar. Nein, das wird diesmal anders. Ich verliere mit Tara vielleicht die Liebe meines Lebens, aber Sie sind die Freundin meines Lebens. Und ich schwöre Ihnen, ich unternehme nichts, was Ihnen schadet oder Ihr Projekt behindert. Danke. Dann mal los. Wann wollten Sie es mir sagen? Sagen was? Dass die Staatsanwältin, die Mike vor Gericht gebracht hat, jetzt in der Ethikkommission der Kammer sitzt. Was? Ja, ich möchte wissen, warum Sie mich darüber informiert und nicht Sie. Kann ich Ihnen sagen, weil ich es nicht gewusst habe. Für mich heißt das, dass die Sache gelaufen ist. Sie drücken sich nicht. Sind Sie verrückt? Anita Gibbs ist dafür bekannt, wie hart sie ist. Und wenn sie auf den Deal zwischen uns stößt, sind wir beide am Ende. Deswegen müssen wir beide dafür sorgen, dass sie wieder aus der Kommission fliegt, so schnell, wie sie reingekommen ist. Und wissen Sie auch, wie wir das anstellen? Wir fangen damit an, dass Sie mir alles erzählen, was Sie über Walter Sampson wissen. Damit haben wir den Kampf schon verloren, weil Walter Sampson rein und völlig sauber ist. Niemand ist völlig sauber. Doch, der Typ schon. Das heißt, es ist erledigt. Sie hören mir jetzt zu. Sie haben Software verschabelt und das ist noch nicht vom Tisch. Wir haben Sie zwar aus der Gefahrenzone gebracht, Sie könnten da aber jeden Moment wieder drin sein. Ich verstehe. Aber Sie müssen besser aufpassen. Sobald Gibbs was merkt, stehen wir beide auf Ihrer Liste. Und wenn Sie sie auf uns aufmerksam machen wollen, ist hier genau der richtige Ort dafür. Meine Herren, ich danke Ihnen, dass Sie mich so kurzfristig empfangen. Aber gern. Haben Sie die Dokumente durchgesehen und Gefallen daran gefunden? Nein, wir finden sie im Gegenteil sehr beunruhigend. Sie haben auf der Grundlage unserer Entwicklung Ihre Software programmiert und weiterentwickelt. Was? Wir kannten Ihre Software überhaupt nicht und wussten auch nichts von Ihrem Patent. Können Sie das beweisen? Nein, wie denn auch? Nichtwissen zu beweisen ist unmöglich, ist doch klar. Sagen alle Trittbrettfahrer, die eine Software kopieren, sie weiterentwickeln und sie dann als ihre eigene ausgeben. Was ist hier los? In diesen Dokumenten wird erklärt, dass wir nichts von Ihrer Software wussten. Wir machen Ihnen ein Angebot, dass wir... Wir brauchen kein Angebot von Ihnen. Und wir wollen Ihnen keine vertragliche Einigung anbieten. Wir setzen vielmehr ein Zeichen. Eine Patentverletzungsklage auf 90 Millionen Dollar, falls Sie es wagen, das auf den Markt zu bringen. Gentlemen, ich bitte Sie, wir machen Ihnen Ihr Patent ja nicht streitig. Aber für 2,5% Überlappung bieten wir Ihnen 15% Gewinnbeteiligung. Das ist mehr als angemessen. Sie wollen mit unserer Idee noch mehr Geld machen. Das werden wir verhindern. Ich versuch's nochmal. Können wir bitte alle kühlen Kopf bewahren? Uns müssen Sie dazu nicht auffordern. Unsere Position wird sich nicht ändern und wenn Sie platzen... Sie können also Ihr Angebot in einer Schublade verschwinden lassen und sich einreden, Sie hätten eine digitale Sekretärin erfunden, denn das Licht der Welt wird Ihre sogenannte Erfindung nie erblicken. Was macht dein Deal? Was für ein Deal? Stell dich nicht dumm. Die Rechtsanwaltskammer. Oliver, dazu muss ich sagen... Ich war dabei, als du Nathan gefragt hast, ob du ein paar Tage frei haben kannst. Erst habe ich mich nur gewundert, aber dann bin ich misstrauisch geworden. Ich frage dich also, habe ich recht, dass da was nicht stimmen kann? Oder bin ich ein Arschloch, weil ich dir nicht traue? Du bist kein Arschloch, Oliver. Verdammt, Mike. Du hast mir vor ein paar Tagen gesagt, du müsstest Nathan von nichts erzählen. In dem Moment war das auch die Wahrheit. Aber ich habe noch mal die Möglichkeit dazu bekommen... Du hättest ihm das heute Morgen erzählen müssen. Aber das hast du nicht, also mach ich das für dich. Oliver, hey, warte, bitte lass es mich erklären. Ich will nichts mehr von dir hören, Mike. Ich habe da auf den Stufen gesessen und gehofft, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du hast dich nicht in mir getäuscht. Du weißt, dass wir wichtig sind.
Ich will der Rechtsberatung helfen und habe Nathan noch nicht eingeweiht, weil ich noch viel besser helfen kann, wenn ich erstmal Anwalt bin. Verstehst du? Was für ein Anwalt? Ein Rechtsverdreher wie früher? Einer, der unsere Mandanten vor der Obdachlosigkeit bewahrt. Das wirfst du mir vor? Unglaublich. Nein, es ist bloß die Wahrheit. Und das weißt du. Ich werde Nathan die Geschichte erzählen, und zwar alles. Ich muss nur die Anhörung überstehen. Du hast mein Wort. Warum sollte ich glauben, was ein Lügner sagt? Weil ich meine Versprechen an die Bergarbeiter und die Rechtsberatung gehalten habe. Und ich habe dir damit geholfen. Du hast mich nur verarscht. Aber ich werde Nathan vorerst nichts sagen. Ich will allerdings, dass du, wenn du Anwalt bist, nicht mehr für uns arbeitest. Du gehst wieder in deine korrupte Geschäftswelt. Du gehörst nicht zu meiner Arbeitswelt. Harvey, wir müssen längst weg sein. Wir kommen viel zu spät, also beeil dich. Wir beide werden nicht zu dieser Anhörung fahren können. Wieso nicht? Wenn wir nicht ganz schnell eine Information besorgen, kann Mike bei der Anhörung tun, was er will. Sie nehmen ihn nicht. Welche Information? Wir müssen rausregeln, was Walter Sampsons Schwachpunkt ist. Sag mir, womit ich anfangen soll. Ruf jeden an, der mit ihm Kontakt gehabt haben könnte, und frag ihn, was er über den Kerl weiß, weil Gibbs etwas gegen ihn in der Hand hat. Und wenn ich nicht weiß, was das ist, kriege ich sie auch nicht aus dieser Kommission raus. Wo gehst du jetzt hin? Jemanden treffen, den ich an Sampson erinnern muss. Bevor wir anfangen, möchte ich darauf hinweisen, dass wir die üblichen Antragsteller normalerweise schnell in die Kammer aufnehmen. Allerdings ist Mr. Ross kein üblicher Antragsteller. Daher werden wir so lange wie nötig untersuchen, ob er Mitglied der Kammer werden sollte. Also. Herr Vorsitzender, ich möchte hinzufügen, dass sich Mr. Ross vor wenigen Monaten des Betruges schuldig bekannt hat und verurteilt worden ist. Daher schlage ich vor, seinen Antrag ohne Umstände abzulehnen. Mr. Ross ist ein Straftäter und die Rechtsanwaltskammer von New York kann Straftäter nicht aufnehmen. Bei allem Respekt für Ihr neues Kommissionsmitglied, Herr Vorsitzender, sie kann. Und sie tut es auch. Es ist nur wenige Jahre her, da hat die Ethikkommission über einen Mann entschieden, dessen Name Neil Weissner ist. Er hat jahrelang wegen versuchten Mordes im Gefängnis gesessen und wurde zugelassen. Miss Gibbs findet versuchten Mord vielleicht weniger schlimm als Betrug, aber sie werden mit mir einer Meinung sein, dass man mich zumindest anhören sollte. Komm schon! Gib alles! Mach schon! Scheiße! Was machen Sie hier, Jerry? Oh, was sieht's denn für Sie aus? Ich schmeiß mit Geld auf Jockeys. Für mich sieht's so aus, als hätte ich Ihnen einen Auftrag gegeben. Aber Sie sitzen hier und tun gar nichts. Ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis. In einer Viertelstunde habe ich jeden Computer gehackt. Und wenn ich nichts Belastendes finde in 45 Minuten, dann ist auch nichts zu finden. Quatsch, man findet immer irgendwas. Nein, nicht bei diesem Mann. Er trinkt nicht, raucht nicht, betrügt seine Frau nicht, da ist nichts. Jetzt hören Sie mal zu. Ich habe Sie dafür bezahlt, dass Sie einen Job erledigen. Und wenn Sie nicht bald damit anfangen, verbreite ich, dass Sie nur ein Blender sind. Denn diesmal haben Sie kein Problem mit Louis Litt. Sie haben eins mit mir. Behalten Sie Ihr verdammtes Geld. Wenn ich bei dem Mann nichts finde, dann ist nichts zu finden. Ich will damit Folgendes sagen. Etwas zuzugeben ist das eine, aber es zu bereuen gehört auch dazu. Ich bereue meine Verfehlungen von ganzem Herzen. Und ich entschuldige mich bei meinen Mandanten, bei meinen ehemaligen Kollegen und nicht zuletzt bei der Vereinigung von Männern und Frauen, zu der ich gehören möchte, seit ich ein Kind war. Das war ein bewegender Vortrag. Ich hätte nur eine Frage dazu. Wenn Sie so voller Reue sind, warum haben Sie nicht Ihre volle Strafe abgesessen? Ich war dazu bereit, aber ich bekam Straferlass angeboten, wenn ich helfe, einen Kriminellen zu überführen. Sie haben einen Deal eingefädelt, um früher rauszukommen. Ich habe einen unschuldigen Mann vor einem anderen Sie beschützt. Sie haben sich in das Vertrauen Ihres Zellengenossen geschmeichelt, sich für ihn eingesetzt und sind damit sein Freund geworden. Richtig oder falsch? Sie stellen das völlig falsch dar. Sie haben sich dort falsch dargestellt, als jemand anders, als Sie wirklich waren. Und davor haben Sie sich als Anwalt dargestellt, was Sie auch nicht waren. Auch im Augenblick stellen Sie sich als jemand dar, der Sie nicht sind. Herr Vorsitzender, wenn Sie während der Antragstellung seine Rechtschaffenheit bezweifelt, hat er den Anspruch auf einen Leumundszeugen. Wir sind hier nicht vor Gericht, hier werden keine Leumundszeugen angehört. Ich darf Sie korrigieren. Artikel 4, 16a. Antragsteller dürfen einen Leumundszeugen für sich aussagen lassen, wenn sie von einem Kommissionsmitglied beschuldigt werden. Der Artikel ist ein halbes Jahrhundert lang nicht zitiert worden. Vielleicht, weil sich seitdem kein Antragsteller vor der Staatsanwältin behaupten musste, die ihn angeklagt hat. Da ist was dran. Wir unterbrechen bis morgen früh. Bringen Sie uns Ihren Zeugen. Danke. Rachel, das war Rettung in allerhöchster Not, wenn du das nicht gefunden hättest. Schon gut. Es beunruhigt mich viel mehr, dass sie alle gegen dich aufbringt. Im Klartext, wenn Harvey sie nicht da rauskriegt, wird Seidel mit Sicherheit Probleme kriegen. Und wir haben nur einen Versuch, einen Leumundszeugen zu bringen. Dann komm doch. Wir sehen uns im Büro alle an, die dafür in Frage kommen würden. Wir machen eine Pro- und Kontraliste, damit wir... Ich weiß schon wen. Julius.
Was wollen Sie denn? Ich muss Sie was fragen. Ach, tut mir leid, das ist im Augenblick ganz schlecht. Ich habe gerade das Baby gefüttert und meine Frau und Bitte, es wird nicht lange dauern. Ich habe morgen eine Anhörung vor der Ethikkommission der Kammer. Ich wollte Sie fragen, ob Sie für mich sprechen. Ich muss Sie das fragen. Warum ich? Weil Sie die Qualifikation haben, zu bestätigen, dass ich mich im Knast verändert habe. Zum Besseren. Nichts für ungut, Mike. Aber ehrlich gesagt, glaube ich das nicht so ganz. Und warum nicht? Ihre Anhörung ist morgen und Sie erscheinen hier erst am Vorabend. Was bedeutet, dass Sie mir etwas vorenthalten? Das Problem ist, dass die Staatsanwältin, die mich in den Knast gebracht hat, jetzt in der Kommission meine Aufnahme verhindert. Warum tut sie das? Julius, ich hab... Wie kommen Sie eigentlich zu dieser Anhörung? Auf ganz normale Art. Über einen Antrag. Dann wird man eingeladen. Nein, denn wer nicht Jura studiert hat, würde auch nicht eingeladen werden. Es gibt Ausnahmen. Wer genug Berufserfahrung hat, der darf... Das meine ich, Mike. So hat der Dummschwätzer geredet, der Sie im Knast war. Also ich möchte eins wissen. Auf welche Art haben Sie das möglich gemacht? Mann, wenn Sie mir nicht reinen Wein einschenken, ist das Gespräch jetzt beendet. Es gibt einen Deal. Ah, was Sie nicht sagen. Kommt die Wahrheit ans Licht? Ich arbeite für eine kostenlose Rechtsberatung, aber nicht als Anwalt. Ich habe den Deal beim ersten Mal, als er mir angeboten wurde, sausen lassen. Aber dann konnte ich nur zusehen, als eine Mandantin von uns auf die Straße gesetzt wurde, weil ich kein Anwalt war. Ich habe gewusst, dass mir das wieder und wieder passieren würde. Und dann ist mir der Deal zum zweiten Mal angeboten worden und ich habe zugesagt. Die Chance ist einmalig und wird nie wiederkommen. Wissen Sie nicht, Mike? Doch, weiß ich. Sie können ablehnen, aber Sie können nicht ernsthaft sagen, dass ich noch der Alte wäre. Der Mike von unserer ersten Begegnung hätte Ihnen hier und jetzt nicht die Wahrheit gesagt. Julius, ich brauche Sie. Es ist wichtig. Das ist die Adresse. Morgen früh um 9. Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Mike, hey. Sag mir, dass du gute Neuigkeiten hast. Sehr gute. Seidel wird dir die Stange halten. Ich konnte ihn überreden. Er muss mir nicht die Stange halten, er muss Gips aus der Kommission werfen. Das ist nicht so einfach. So schwierig kann das doch kaum sein. Ich habe noch kein Druckmittel gefunden. Ich strample mich ab, einen Leumundszeugen zu finden und... In jeder Sekunde, die sie in der Kommission sitzt, zieht sie mehr Mitglieder auf ihre Seite. Harvey, hilf mir! Mike. Du weißt, dass ich alles tue. Und ich kriege das hin. Irgendwas? Nein, alles wie bei deinem Anruf vor einer Stunde. Und wenn er ein Mörder ist, gibt's bei ihm keine Leiche zu finden. Du musst die Liste nochmal durchgehen. Harvey, das mache ich schon den ganzen Tag. Wir verschwenden unsere Zeit damit. Ich würde an deiner Stelle bluffen, dann wird er schon mit irgendwas rausrücken. Das müsste beim ersten Versuch funktionieren. Informationen sind die Voraussetzung für einen guten Bluff. Sag mal, was ist los? Es ist doch sonst nicht deine Art, nur herumzutelefonieren. Wieso weichst du der Konfrontation aus? Und wenn's schief geht? Und Mike nicht in die Kammer kommt? Wovor hast du Angst? Du bist der beste Pokerspieler, der auf Erden wandelt. Du kriegst das hin. Du denkst in die falsche Richtung, Donna. Ein Bluff funktioniert nur, wenn er was versteckt. Wenn er sauber ist, geht gar nichts. Gips hat ihn aus der Kommission verdrängt. Er kann nicht sauber sein. Hör auf zu zweifeln. Und tut das. Haben Sie mal wieder versucht, einem Armwürstchen Manieren beizubringen und dadurch Donnas Chance... Gegenteil, war ich darauf aus, die Herren mit Argumenten zu überzeugen. Ich schwöre es. Dann kriegen Sie es auch wieder hin. Das kann ich nicht. Wieso nicht? Weil nur Tara in meinem Kopf ist, sonst nichts. Wir hatten einen Riesenkrach. Und ich war so ein Arschloch. Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Und sie hat daraufhin gesagt, dass sie nicht weiß, ob sie mit mir zusammenbleiben kann. Und seitdem ist Funkstille. Donna und Tara sind die wichtigsten Frauen in meinem Leben. Für welche von ihnen soll ich mich einsetzen? Louis, ich war sehr lange verheiratet. Und mein Carl und ich hatten unsere Probleme wie alle. Ehrlich gesagt war ich manchmal nicht sicher, ob wir durchkommen werden. Aber wir wollten durchkommen, weil wir uns geliebt haben. Und wenn Tara mich nicht mehr liebt? Das hört nicht von heute auf morgen auf, Louis. Sie sind ein liebenswerter Kerl. Das dürfen Sie mir glauben. Also bringen Sie die verdammte Sache jetzt wieder in Ordnung oder soll ich jemanden besorgen, der uns hilft? Das kann keiner außer mir. Ich werde mir die Herren noch mal vornehmen. Walter Sampson? Ja? Ich habe Sie draußen gesehen. Sie spielen nicht oft, oder?
Entschuldigung, kennen wir uns? Die Frage lautet, woher Sie Anita Gibbs kennen. Sie haben sie auf Ihren Sitz in der Ethikkommission gesetzt. Die Bundesanwältin, die Mike Ross verfolgt hat. Schon komisch. Wer ist Mike Ross? Ich verstehe, Sie wollen es auf die harte Tour. Er ist der Grund, warum Gibbs Ihnen Druck gemacht hat, auf Ihren Platz zu verzichten. Ich habe nicht verzichtet, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Quatsch, Sie haben etwas zu verstecken und sie weiß, was das ist. Wenn Sie mir Ihr Geheimnis nicht verraten, bekommen Sie von mir noch viel mehr Druck als von ihr. Ich kenne Sie nicht und bin mit Ihrer Welt nicht vertraut, in der offenbar jeder einen Schwachpunkt hat und unmoralisch ist. Ich habe für meinen Platz in der Bundesstaatsanwältin eine würdige Nachfolgerin gefunden. Wenn das ein Schwachpunkt ist, habe ich einen. Aber bemühen Sie sich ruhig weiter. Mehr werden Sie nicht. Wollen Sie wissen, wer ich bin? Mein Name ist Harvey Specter und vielleicht kennen Sie wirklich Mike Ross nicht, aber ich weiß, dass Sie mich kennen. Vielleicht hat Gibbs Sie nicht erpresst und nur versprochen, etwas für Sie zu tun. Aber ich werde herausfinden, was immer das ist und dann bereuen Sie Ihre Verschwiegenheit von heute. Dass Sie mich einschüchtern wollen, beweist mir nur, wie schwach Sie in Wirklichkeit sind. Zu Ihrer Information, ich bin Anita Gibbs nie begegnet. Erst an dem Tag, an dem sie meine Nachfolgerin wurde. Bei unserer ersten Begegnung dachte ich über Mike Ross, er wäre ein Krimineller wie alle anderen. Ein verurteilter Betrüger, immer darauf aus, den leichten Weg zu nehmen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass er ein anderer Mann geworden war, als er das Gefängnis wieder verließ. Oder als rein fachliches Urteil, er hat die Integrität, den Beruf des Anwalts auszuüben. Ich zweifle nicht an Ihrer Aufrichtigkeit, Mr. Rowe, aber Sie haben sich von ihm einwickeln lassen und das wird ihm mit dieser Kammer nicht gelingen. Für Sie, Dr. Rowe. Und ich bin froh, dass gerade Sie sich zu meinem Urteil äußern. Und wieso das? Weil Sie seine Strafminderung falsch dargestellt haben. Und ich möchte das unbedingt richtigstellen. Da gibt es nichts richtigzustellen. Abgesehen davon sind Sie nicht befugt, darüber zu reden. Augenblick, wir werden uns das anhören. Vielen Dank. Es stimmt, dass Mr. Ross einen Deal für vorzeitige Haftentlassung abgeschlossen hat, aber zur Wahrheit gehört, dass er, um seinen Zellengenossen zu beschützen, länger blieb, als er musste. Er hat sein Leben riskiert, um zu verhindern, dass ein mehrfacher Mörder mit einem Trick vorzeitig freikommt. Am Ende war es doch nur Eigennutz. Vielen Dank, dass Sie darauf hinweisen. Falsch. Ich weise darauf hin, dass Sie eigennützig sind. Jetzt gehen Sie zu weit. Nicht ich habe hier Integrität zu beweisen. Ich noch viel weniger. Ich bin Gefängnispsychologe und Sie dürfen meinem Urteil vertrauen. Eigennützige Menschen riskieren nicht ihr eigenes Leben, um anderen zu helfen. Eigennützige Menschen täuschen Freundschaft vor und verschaffen sich damit einen Vorteil. Ich kann ein solches Verhalten nicht integer nennen, auch wenn Sie das anders sehen wollen. Bei allem Respekt, Ma'am. Ich muss Ihr Verhalten starkköpfig nennen. Die Ethikkommission soll beurteilen, ob Mike Ross ein besserer Mensch geworden ist. Aber Sie sind schon mit einem Vorurteil gekommen und davon bringt Sie wohl niemand ab. Ich habe meine Argumente. Mit dieser Haltung sind Sie hier am falschen Platz. Ich wiederhole nochmal extra für Sie meine fachliche Beurteilung. Diese Welt braucht einen Anwalt wie Mike Ross. Und wenn ich eine private Beurteilung hinzufügen darf, er hat mehr Integrität im kleinen Finger als Sie im ganzen Körper. Harvey, wo bist du gewesen? Ich habe versucht, faire Bedingungen zu schaffen. Wie Moment, die haben wir fast schon. Du hättest sehen müssen, wie Julius sie fertig gemacht hat. Er war sehr überzeugend. Und wenn jetzt noch jemand mit Nein stimmt... Freut mich, bringt aber nichts. Du weißt nicht, wie du Gibbs aus der Kommission kriegst. Nein. Tut mir leid, Mike. Nein, das muss dir nicht leid tun. Sie hat uns gewarnt, dass ich ihre Stimme nicht bekommen werde. Wir wollten es nur nicht hören. Warte doch mal. Es wird morgen nicht als erstes abgestimmt. Wir versuchen, Gibbs noch rechtzeitig loszuwerden. Von mir aus macht das Harvey. Ich kümmere mich inzwischen um was anderes. Was ist denn los? Gretchen meinte, es geht um das Patent. Was machen Sie zwei hier? Ich habe die zwei hergebeten. Der Investor und der Entwickler sollen mir helfen, Sie davon zu überzeugen, dass ich nichts falsch gemacht habe. Die lehnen die Zusammenarbeit mit uns ab, meinen Sie? Er meint, dass wir gar kein Patent auf The Donner kriegen. Was? Die lehnen die Zusammenarbeit mit uns wirklich ab. Sie sollten dafür sorgen, dass wir einsteigen dürfen. Hab ich versucht und als Antwort wollten sie uns auf viel Geld verklagen. Also bin ich nochmal hin, hab gekämpft wie ein Löwe und zumindest ein Angebot bekommen. Angebot klingt nach Abfindung. Abfindung meint abkaufen. Aber wir haben die Erlaubnis, The Donner im Bereich der Kanzlei weiterzunutzen. Das ist zu wenig. Donner, Sie verdienen damit eine Menge Geld. Das Geld ist mir egal. Ich bin traurig, weil Louis versagt und nicht gekämpft hat. Ich hab gekämpft wie ein Löwe, ich schwör's. Die könnten uns tatsächlich verklagen. Da war nicht mehr rauszuschlagen, wirklich Unsinn. Nicht. Louis Litt kann man nicht mit Almosen abspeisen. Er ist nicht abgespeist worden. Wir bekommen die Überlappung nicht auf unter 30%. Und mein Anwalt hat sich verzweifelt gefragt, wie Louis dieses Angebot gekriegt hat. Dann raten Sie mir, es anzunehmen. Raten wir ihm. Aber ohne Sie würde es The Donner nicht geben und wir sind Partner. Also wenn Sie das nicht wollen, wollen wir auch nicht.
gut überlegt sein. Was ist das? Liberty Ray. Ich habe es Ihnen schon mal geben wollen und Sie wollten es nicht haben. Sie wollten es ohne Bedingungen kriegen. Greifen Sie zu. Ich will nichts dafür. Unsinn. Natürlich wollen Sie was dafür. Sie wollen meine Stimme für Mike. Ja, aber ich gebe Ihnen das da, auch wenn Sie das nicht zusagen. Warum machen Sie das? Ich zeige Ihnen damit, dass ich mich ändern kann und damit Sie Mike glauben, dass er es auch getan hat. Dann tauschen wir eben. Was? Ich werde Mike morgen früh fragen, ob jemand gewusst hat, dass er ein Betrüger ist, während er bei Pearson Spector Litt war. Wenn er zugibt, dass Sie es gewusst haben, kriegt er meine Stimme. Und ich werde aus der Kammer geworfen. Das wäre Ihr Opfer für ihn. Sie wollten sich das letzte Mal ja auch opfern. Jetzt können Sie zeigen, ob Sie das ernst meinen. Er wird nicht darauf eingehen. Er will nichts mehr als Anwalt werden. Sie können ihn überreden, bemühen Sie sich. Ich kann mich erinnern, dass Sie letztes Mal nicht rechtzeitig gekommen sind. Schön, dass Sie eine zweite Chance haben. Gut, Sie haben gewartet. Dir auch, danke, Oliver. Klar haben wir gewartet. Sie haben was Wichtiges angekündigt. Was gibt's? Einen neuen großen Fall? Nein, ich habe Oliver versprochen, Ihnen die Wahrheit zu sagen. Und deswegen sind wir jetzt hier. Worüber die Wahrheit? Die Gegenleistung dafür, dass wir den Velocity-Fall übernehmen, war, dass ich in die Rechtsanwaltskammer aufgenommen werde. Das ist nicht komisch, Mike. Ich habe Sie mehrfach gefragt, ob ein krummes Ding läuft. Und Sie haben gelogen. Mehrfach gelogen. Ich habe das erste Angebot abgelehnt, also gab's auch nicht. Sie wollten erst darüber sprechen, wenn das Ding gelaufen ist. Nein, war's nicht. Und das Ding wird übrigens nicht laufen. Trotzdem komme ich mit der Wahrheit raus. Sie sind gefeuert. Nee, hören Sie auf, bitte. Ich will keine Lügen mehr hören. Holen Sie Ihren Kram daraus. Ich will Ihr Gesicht hier nie wieder sehen. Warten Sie. Tun Sie das nicht. Haben Sie nicht gehört, was er gerade zugegeben hat? Er hat gelogen. Zweimal. Egal, weil wir ihn brauchen. Wir brauchen ihn nicht. Sophia Price hat ihn gebraucht und mich bekommen. Und was ist dann passiert? Ja, er hat nicht von Anfang an die Wahrheit gesagt, aber Sie müssen blind sein, wenn Sie nicht erkennen, wie wichtig er für uns ist. Unsere Mandanten sind ihm wichtig und ohne ihn hätten wir einen Gegner wie Velocity nie besiegt. Ich möchte darauf bestehen, dass er hier weiterarbeiten kann. Bevor Sie auf was bestehen, Oliver, halten Sie erstmal den Mund. Anscheinend haben Sie ja wohl Bescheid gewusst und haben es mir vorenthalten. Das stimmt nicht, im Gegenteil. Er wollte es Ihnen sagen, wenn ich es nicht mache. Und jetzt habe ich es getan. Ich will mich nicht rausreden, aber eins möchte ich unbedingt. Ich will hier nicht weg. Montagmorgen. Erscheinen Sie gefälligst pünktlich im Büro und finden den nächsten 50.000 Dollar Fall. Louis, hast du kurz Zeit? Natürlich, was gibt's? Du weißt, dass Mike vor der Ethikkommission steht, du weißt aber keine Details, oder? So wie du aussiehst, glaube ich, dass es schlecht läuft. Richtig. Und das könnte ich ändern, aber das müsste ich vorher mit meinem Partner klären, weil das bedeuten würde, dass ich eine kurze Auszeit nehmen muss. Was meinst du mit Auszeit nehmen und wie kurz? Gibbs hat mir einen Deal angeboten. Wenn Mike erklärt, dass ich Bescheid gewusst habe, dass er ein Betrüger ist, wird sie dafür stimmen, ihn aufzunehmen. Bist du noch bei Trost? Wenn du das tust, schmeißen die dich aus der Kammer. Dann wird die Auszeit ein Immer sein. Zuerst mal wird Mike Anwalt und mich kriegen wir da schon irgendwie wieder rein. Wir werden Gibbs schon dazu bringen. Hör auf! Dann wären schon zwei der drei Namen draußen an der Wand weg und ich komme nicht mit allem allein klar. Selbst wenn nicht, haben wir das für Mike getan und Zane würde ich gerne nehmen. Ich will nicht zu Zane gehen. Ich will das tun, was wir vereinbart haben, mit dir die Kanzlei aufbauen. Louis, ich schulde es ihm. Und was schuldest du mir? Sind wir keine Partner? Wir sind Partner, deswegen bitte ich um dein Einverständnis. Nein, du bist nicht hier, um zu fragen, wie meine Meinung dazu ist. Du bist hier, um zu sagen, dass du es tun wirst. Und wenn es so wäre? Dann bist du nicht nur ein Arschloch, sondern auch ein Idiot, weil sich Mike Ross nie auf einen Tausch einlässt, der dich aus der Kammer wirft. Ich bringe ihn dazu, sich darauf einzulassen. Nein, wirst du nicht. Mike. Egal, was sie dir angeboten hat, ich nehme es nicht an. Du weißt die Einzelheiten noch nicht. Die sind mir völlig egal. Ich werde nicht Mitglied der Kammer, wenn du dafür rausgeworfen wirst. Sie wollte nur mich, von Anfang an. Was sie wirklich will, ist uns beide dran kriegen. Und sie hört nicht auf, bis sie uns nicht alle beide am Haken hat. Das weißt du doch gar nicht. Doch, das weiß ich. Und wenn du das nicht erkennst, hat sie dich bald so weit, wie sie will. Das heißt, du setzt dich da morgen hin und lässt dir deine Zukunft wegnehmen, ja? Sie kann mir nichts wegnehmen. Die Dinge bleiben nur ganz genau so, wie sie gerade sind. Du bleibst Berater, nicht Anwalt. Ich bin gerade froh, dass ich da weiterarbeiten darf. Ich werde morgen der Kommission erhobenen Hauptes zuhören. Du darfst aber nicht erwarten, dass ich dir erlaube, dich dort zu opfern. Harvey hat recht. Lass es gut sein. Musik
Was es auch ist, Donna, jetzt nicht. Ich weiß, dass du es gerade schwer hast. Aber was Mike auch passieren wird, das passiert. Du hast getan, was du konntest. Und ich will ab sofort nicht mehr zurückstehen. Was soll das heißen? Du weißt von meinem Projekt mit Benjamin. Ja, klar. Wir wussten nicht, dass wir eine 32,5-prozentige Überlappung mit anderen Patenten haben, leider. Die Patentinhaber sind stur und Louis hat nur mit Tricks, wie er sagte, diese Bedingungen ausgehandelt. Könnt ihr es nicht unter 30% drücken? Nein. Dann nimm das Geld. Das will ich aber nicht. Donna. Ich will endlich mal mehr. Das verschweige ich ja normalerweise, aber ich will jetzt auch endlich mehr. Was bedeutet mehr? Kann ich nicht sagen. Ich werde darüber nachdenken, was ich will. Gute Nacht, Harvey. Wir sehen uns morgen bei der Anhörung. Mr. Ross, dies ist der Moment für Ihr Schlusswort. Bevor wir dazu kommen, hätte ich eine letzte Frage. Mr. Ross, Sie wollen sich verändert haben und jetzt die Wahrheit leben. Ich möchte nun wissen, ob Sie imstande sind, die Wahrheit zu sagen. Ich darf Ihnen raten, sich die Antwort auf meine Frage außerordentlich gut zu überlegen, denn zumindest was mich angeht, entscheidet sie über Ihre Zukunft als Rechtsberater oder Anwalt. Hat in der Zeit, in der Sie bei Pearson Spector Litt waren, irgendjemand davon gewusst, dass Sie kein Jurist, sondern ein Betrüger waren? Mr. Ross, hat das jemand dort gewusst? Ich habe es gewusst. Sie wollen Köpfe rollen sehen? Sie können meinen haben. Obwohl sich diese Kommission eigentlich nicht mit den Problemen meiner ehemaligen Kanzlei beschäftigen sollte, sondern damit, ob Mr. Ross Anwalt wird. Und ich finde, das sollte er. Es ist irrelevant, ob Sie das finden oder nicht. Er hatte bereits einen Leumundszeugen. Es geht mir nicht um seinen Leumund. Ich möchte über jemand anderen reden. Jemand anders hat mit dem Fall nichts zu tun. Wir werden uns das anhören. Vor 15 Jahren wurde eine junge Frau verhaftet, weil sie sich rechtswidrig Medikamente beschafft hatte. Sie litt unter chronischen Schmerzen. Sie hätte ihr Medizinstudium abbrechen müssen und das wollte sie nicht. Also hat sie in dem Krankenhaus, in dem sie ihr Praktikum machte, einige Rezeptblöcke gestohlen. Eine Straftat, für die man laut Gesetz bis zu 7 Jahren Gefängnis bekommt. Aber anstatt ihre Tat mit Macht zu verfolgen, hat die ermittelnde Staatsanwältin Gnade walten lassen. Sie hat die Tatvorwürfe bis zur Geringfügigkeit gemildert, Bewährungsauflagen empfohlen und die Akte ist nun unter Verschluss. Rührende Geschichte, aber was hat die von Ihnen eben erwähnte Staatsanwältin mit unserer Anhörung zu tun? Die Staatsanwältin ist der Kommission bekannt, sie hat gerade von mir gesprochen. Nur weil ich einmal Mitgefühl gezeigt habe, muss ich nicht auch für Mr. Ross Mitgefühl zeigen. Natürlich nicht. Aber die junge Frau arbeitet heute als Notärztin und hilft Verletzten und Kranken. Und sie rettet Menschenleben, weil sie von Ihnen gerettet wurde. Danke, Miss Pearson. Mr. Ross? Ich kann diesen Ausführungen nichts hinzufügen. Sie haben meinen Antrag. Ich warte auf Ihre Entscheidung. Dann ist diese Anhörung hiermit beendet. Wir werden jetzt beraten und geben Ihnen bis heute Abend unsere Entscheidung bekannt. Danke. Was machen wir jetzt? Sie haben gesagt, Sie geben uns heute Abend Bescheid, also werden wir warten. Abend ist es jetzt. Was bedeutet... Das bedeutet gar nichts, Louis. Egal, wie lange es dauert, Seidel wird nichts unversucht lassen. Er kann machen, was er will. Es wird nichts an Ihrer Meinung ändern. Doch, das wird es. Wieso glauben Sie das? Meine kleine Geschichte war nicht bloß ein Beispiel. Und es ging dabei nicht um eine Studentin, sondern um einen Studenten. Sein Name ist Joseph O'Neill und er ist zufällig Walter Sampsons Stiefsohn. Dann hat sie einen Gefallen eingefordert. Ja, das hat sie. Dann müssen wir sie jetzt aus der Kommission werfen lassen. Nein, Harvey, das müssen wir nicht. Ich bin nicht hergeflogen, weil ich ihr Druck machen wollte. Denk an die Fabel von Wind und Sonne. Was für eine Fabel? Die, die auf Aesop zurückgeht. Im Streit, wer einen Mann zwingen kann, seinen Mantel abzulegen, hatte die Sonne gewonnen. Weil ihre Wärme mehr bewirkt als der Druck des Windes. Das ist keine Strategie, das ist ein frommer Wunsch. Louis, ich habe zugegeben, dass ich über Mike Bescheid wusste und habe an ihre Wärme appelliert. Das war das Beste, was wir tun konnten. Sie könnten dich dafür aus der Kammer werfen. In New York vielleicht. In Chicago mit Sicherheit nicht.
Danke, Jessica. Danken Sie nicht mir. Danken Sie Harvey. Er hat mich angerufen. Sada. Hallo. Ich sag sie. Danke für den Anruf. Du bist drin.